Wie gut sind eigentlich Need for Speed Rivals und Plants vs. Zombies Garden Warfare? Das ist eine Frage, die die ganze Welt bewegt. Und ich bin heute hier in London für euch, um diese Frage zu beantworten. EA hat mich eingeladen für ein Event, das morgen startet. Bis dahin schlafe ich erstmal in diesem Hotelzimmer, das in etwa so viel kostet, wie das Bruttoinlandprodukt von Simbabwe wird das schon sein, mindestens. Wir haben hier das Schlafzimmer, Wohnzimmer, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Dann haben wir hier diesen Hybrid aus allen Räumen, die ich jemals gesehen habe. Wir haben eine schöne Topfpflanze, die ist ganz wichtig. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Ich schlafe hier drin und dann fahre ich morgen zum Event. Und wie dieses Event war, das seht ihr jetzt. Wir sind jetzt hier auf dem besagten EA-Event, wie man sofort sieht. Hier das neue Batman-Spiel von EA. Nein, die sind natürlich in einem Filmmuseum in London. Ich weiß nicht, wie viel die für bezahlt haben, diese Location irgendwie zu bekommen. Aber wenn wir einmal hier runter gucken, dann sehen wir bereits den Ritter aus Dark Souls 2. Das ist dieser junge Mann dort. Daneben, das ist natürlich auch Demon's Souls, wie das geübte Auge sofort sieht. Hier die Anzugsträger aus Mad Men, das Spiel kennt man natürlich auch. Und ich will euch einfach mal kurz zeigen, wie das denn jetzt aussieht, wo wir dann wirklich das Spiel testen und ausprobieren. Hier, privates Event, da haben wir das S vergessen, ganz schön peinlich. Hier spielen wir gleich Need for Speed Rivals und Plants vs. Zombies Garden Warfare drin. Die beiden Spiele, wonach die ganze Welt lechzt. Das ist hier, wir sitzen gleich uns 4 Stunden hier hin. Ich habe schon gerade gesagt bekommen, dass ich kein Mittagessen bekomme, weil mein Flug so früh geht. Das ist ein Verhalten von EA, was ich nicht gutheißen kann. Aber ich verzeihe, wenn ich mir diesen Raum angucke. I am the reality show. The catalyst. The 15 minutes you'll never have. You wanna know why I do this? I wanna know why you don't. We are the enemy of freedom. I will run. We are the shadow you can't shake. I will never stop. We will hunt you. You will never catch me. You will not stop. You will make me fail. We are you will fail. We will break you. Are my you are our enemy. You are our target. You are my rival. Need for Speed Rivals präsentiert euch eine offene Spielwelt, in der ihr jederzeit zwischen einer Racer- und Polizistenkarriere wechseln könnt. Die beiden Pfade bieten jeweils eigene Speedlists, die so etwas wie Missionen darstellen. Als Cop müsst ihr dann etwa einen Rennfahrer jagen und fangen, ein sogenanntes Rapid Response Event abschließen und währenddessen noch 5000 Speedpoints sammeln. Absolviert ihr diese Aufgaben, steigt ihr in der jeweiligen Karriere im Level auf und könnt euch dadurch neue Autos, Waffen und Upgrades kaufen. Diese wiederum bezahlt ihr mit den Speedpoints, die es für so ziemlich alles gibt, was ihr innerhalb der Spielwelt macht. Der Kniff an Rivals ist, dass ihr das gesamte Spiel im Mehrspielermodus durchspielen könnt. Dann absolviert ihr ganz normal eure Speedlists, während jedoch andere Spieler als Racer und Polizisten ebenfalls in eurer Spielwelt unterwegs sind. Treffen zwei Rennfahrer aufeinander, aktiviert man auf Knopfdruck ein Rennen, bei dem ohne Ladezeit eine dynamische Route generiert wird. Seid ihr gerade in der Nähe eines anderen Racers, während er ein Speedlist-Event startet, dazu gehören zum Beispiel Checkpoint-Rennen oder die aus den Vorgängern bekannten Hot Pursuits, dann nehmt ihr automatisch ebenfalls an diesem Event teil. Umgekehrt konzentrieren sich die Speedlists bei den Polizisten darauf, gegnerische Rennfahrer auszuschalten. Das funktioniert zwar auch wunderbar im Einzelspielermodus mit der KI, macht mit echten Spielern jedoch ungleich mehr Spaß. Sämtliche Events und Rennen finden nämlich in der offenen Spielwelt statt. Während Racer A und B also gerade ein Rennen gegeneinander fahren, kann ich als Polizist eine Verfolgungsjagd beginnen und versuchen, sie auszuschalten. Künftig kämpfen die beiden Fahrer also nicht nur um die erste Position, sondern versuchen auch noch, vor mir zu entkommen. Im Gegensatz zum letztjährigen Most Wanted explodieren die Wagen nun nicht mehr bei jeder kleinsten Berührung, sondern haben eine Energieleiste. Wie in Mario Kart oder Blur haben beide Fraktionen jeweils eigene Waffen, mit denen sie ihre Gegner ausschalten. Mein Favorit, der zusätzliche Nitro-Boost beschleunigt mein Auto innerhalb weniger Sekunden, während ich es mit dem sogenannten ESF mit einem Schutzschild umhülle, das bei Berührung andere Autos abstößt und beschädigt. So knalle ich meinen Gegner mit einer Mördergeschwindigkeit in den Kofferraum und werfe ihn dank des ESF gleich noch aus der Bahn. Sämtliches Bildmaterial, das ihr hier seht, habe ich vor Ort mit der gespielten PlayStation 4 Version selbst aufgenommen. Wie ihr sehen könnt, sieht Need for Speed Rivals großartig aus und läuft jederzeit flüssig. Die Next-Gen Version scheint sich hier also definitiv zu lohnen.
ich habe gerade mein Multiplayer-Match mit Han Solo hier beendet, in diesem Filmmuseum, wo das EA-Event war. Wir haben Need for Speed Rivals gerade gespielt und kurz meine Eindrücke dazu. Das Ding ist ein ziemlich cooler Mix aus Need for Speed Most Wanted, dem letztjährigen Need for Speed, und Need for Speed Hot Pursuit. Ich freue mich da tatsächlich jetzt ziemlich stark drauf. Es kommt, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember. Weiß ich nicht, ob wenn euch Need for Speed vorher nicht gefallen hat, wird es euch jetzt auch nicht gefallen. Es ist immer noch ziemlich arcadig, aber man merkt halt, dass es von den Burnout-Machern kommt. Deswegen, wenn ihr Burnout-Fan seid oder Fan der Hot Pursuit oder Most Wanted Spiele, dann könnt ihr euch auch auf Rivals freuen. Das war mein Preview zu Need for Speed Rivals und ihr seht, die beiden sind völlig aufgeregt, können gar nicht fassen, was sie gerade gesehen haben und ich stimme ihnen da auch absolut zu. Wenn ihr ähnlich großartige Footage sehen wollt, die ihr nirgendwo auf der ganzen Welt sonst sehen könnt, dann klickt jetzt hier hin, dort seht ihr nämlich den Zelda A Link Between Worlds Test von Tom. Ihr seht, ich bin gut vorbereitet. Und auf der anderen Seite findet ihr unseren Retro-Sonntag, wo wir Retro-Spiele spielen an einem Sonntag. Wir sind genial. Auf Wiedersehen, Leo. Ja, was? Hallo? Zelda. Nee.